lieber Tate, böser Tate, warum hast du geschwiegen? Warum hast du es wohl verschwiegen? Denn du musst wie alle anderen Dorfleute, wenn du uns deine Kriegserlebnisse und Kriegsabenteuer erzählt hast, vor allem zu Allerheiligen und Allerseelen, zu Ostern oder im Frühherbst, beim gemeinsamen Türkenfiedern im Stall, vor dem Almabtrieb, oder wenn wir auf den Feldern gearbeitet haben, auf dem Spitzanger, dem Kirchenfeld und auf den Sautraten. Du musst es gewusst haben, gib zu, mein Tate, dass im Kärntner Tautal, in dem wir aufgewachsen sind, unweit von unserem kreuzförmig gebauten Heimatdorf Kammering, auf den Sautraten, einem Gemeinschaftsfeld von mehreren Bauern, der aus Klagenfurt stammende Judenmassenmörder Odilo Klobotschny verscharrt worden ist. Warum hast du uns nicht erzählt, auf welchem Boden wir stehen, wenn wir auf den Sautraten über dem Skelett des Nazi-Bluthundes, der sich Globus und König nannte und sich gebrüstet hat mit den Worten 2 Millionen Hammer erledigt, wenn wir Kinder mit Eltern, Magd und Knecht die Erdäpfel, den Roggen für das tägliche Schwarzbrot, den Weizen für das Weißbrot, den Hafer für den Futtertrog deiner Zugpferde, für die Onger und für den Fuchs eingebracht haben, oder auf diesem Fleck Erde, in dem die Leiche des Judenmassenmörders verscharrt worden ist, die reifen Türkenkolben aus dem Maisfeld geerntet, vom langen, hochgewachsenen, dahinwelkenden, 2 Meter hohen Gestänge gebrockt, auf einen Wagen geworfen, vor dem die schwergewichtige Onger gespannt war, mit den schwarzen Totenkränzen, der blutsaugenden Bremsen um die vereiterten Augen und heimgebracht haben und nach der Ernte am Abend im Stall noch gesellig beim Türkenfiedern zusammengesessen sind, bei ein paar Krügel Most für die Erwachsenen, Himbeersaft für die Kinder und ein paar Leute aus dem Dorf gekommen waren und mitgeholfen haben. Auch der verschwiegene Onkel Peter war regelmäßig dabei, der im Zweiten Weltkrieg 3 Brüder im jugendlichen Alter verloren hat. 18, 20 und 22 Jahre alt sind sie geworden. Die 3 Onkel, die ich nie kennengelernt habe und die auch die älteren Brüder meiner Mame waren. Der eine wollte Pfarrer, der andere Mechaniker, der dritte wollte Elektriker werden. Während wir beim Türkenfiedern im Hintergrund das Schnauben und Kettengerassel der Stalltiere hörten, den Türkenkolben die beigefarbenen trockenen Hüllblätter abzogen, den feuchten Bart an den Kolbenspitzen abrissen, Grinsen zwischen Oberlippe und Nase klemmten und die unförmigen Kolben mit den vielen gelben Zähnen der Türkenkörner im Wettstreit gegen die gegenüberliegende gekalkte und von den Stalltieren kotbespritzte Wand warfen, sodass zu unserer Belustigung gelbe Türkenkörner von der Wand absplitterten, bevor sie in den Futtertrog hinunterrieselten und die wohlgeratenen Türkenkolben neben unseren Füßen in Körbe gesammelt wurden, die später mit dem Gefieder auf Holzstangen an der regengeschützten Südseite des Heustadels zum Trocknen für die Aussaat auf den Sautraten im nächsten Jahr aufgehängt wurden, erzählten die Erwachsenen, die sich zu diesem Anlass in unserem Stall eingefunden hatten. Man hörte vor allem Männerstimmen und Frauengekicher, die Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend, aber vor allem vom Krieg, vom Zweiten Weltkrieg. Mein Tate, du hast mir einmal mit einer groben, auch auf dem Feld der Sautraten, in dem das Skelett von Odilo Klobotschny lauerte, von der Arbeit erhärteten Seemannshand in der Küche vor dem Sparherd neben meiner Mami ins Gesicht geschlagen, weil ich wieder etwas angestellt hatte oder wieder bockig, unfolgsam oder eigensinnig gewesen war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich an meine Schandtat nicht mehr erinnern. Wirst du wohl folgen? Wirst du wohl? Du
musst immer das letzte Wort haben. Ich werde dir gleich den Hintern versalzen. Du wirst so Schläge kriegen, bis du blaue Würste am Arsch hast. Du wirst gleich eine Tracht Prügel bekommen, hat es immer geheißen. Eine Kärntner Tracht Prügel mit blauen Würsten am Arsch. Blut ran aus meiner Nase, über meine Lippen aufs Hemd hinunter und tropfte auf den Küchenboden. Meine Mame hat sich dazwischen uns beide gestellt mit einem Küchenmesser in der Hand und hat dich angeschrien. Willst du den Buben erschlagen? Verzweifelt hast du ein Taschentuch, eine zusammengeknüllte, in deinen Händen wie ein trauriger Fledermausflügel federnde Rotzfahne aus deiner Hosentasche gezogen und mit ängstlichem Gesichtsausdruck an meine Nase gehalten, um das herausrinnende Blut zu stillen. Ich sage dir, mein Tate, es war einer der schönsten Augenblicke meines Lebens. Vielleicht hast du mir das Leben gerettet, weil du mich blutig geschlagen hast, denn ich habe in diesem Augenblick in deinem Gesichtsausdruck die Zuneigung und Liebe gefunden, die ich so lange vermisst und manchmal in deiner Unterwäsche so sehnsüchtig gesucht habe. Ich roch so lange an einer Flasche Benzin, bis ich in den engen Flur des Hauses entlang taumelte, mich am Geländer festhaltend über die Stiege in den ersten Stock schleppte, in eine kleine Kammer ging und die auf dem Boden liegenden Kleider der Schwester anzog. In Frauenkleidern in der Kammer sitzend, schaute ich aus dem Fenster zum Pfarrhof hinaus, bis die Schwester die Tür, die ich vergessen hatte abzuschließen, öffnete und schnell wieder schloss. Die Mutter grinste verlegen, als ich danach wieder in meiner eigenen Kleidung in der Küche auftauchte. Du hast kein Wort gesagt und keine Miene verzogen. Vielleicht hast du aber auch nichts davon gehört. Danach hörte ich, dass in ihm, also in mir, wohl ein Mädchen schiefgegangen ist. Oftmals, mein Tate, stand ich in der dunstigen schwarzen Küche, in der in einem großen, schwenkbaren Kessel auf einem holzbefeuerten Herd die Erdäpfel aus den Sautratten für die Schweine gekocht wurden und nahm das am Fensterbrett stehende Fläschchen Jod, auf dem ein Totenkopf mit einem gekreuzten Knochen abgebildet war, in die Hand, öffnete den rostrot verschmierten und verklebten Drehverschluss, roch daran und kippte die Öffnung des Fläschchens auf meine Fingerkuppe. Siegesgewiss klappert sein Gebiss, siegesbewusst wackelt ihre Brust, riefen wir oft in dem vom Heu aus den Sautraten vollgestopften Branter, dem obersten Stock des Heustadels, zappelten dabei unter den Spinnweben wie ein Sterbender mit den Beinen und ließen die Zunge aus dem Mund heraushängen, bis wir die Augen wieder öffneten, aufsprangen und über dem getrockneten Heu aus dem Stadel liefen. Vielen Bildern, die wir mit Josef Winklers Literatur, seiner Familiengeschichte, seiner Darstellung von Vater, Mutter, Onkel, Tanten, Großeltern verbinden, wie das eingebaut ist. Stichwort einbauen, vielleicht reden wir zunächst mal über die Entstehung des Textes. Ich habe ja gesagt, das war zunächst ein Theaterstück, das im Casino des Burgtheaters aufgeführt worden ist vor einem Jahr. War da zunächst die Idee, ein Theaterstück zu schreiben? War da zunächst die Idee, über den Globocznik zu schreiben? Und wie hat das Ganze natürlich dann auch die Art der Arbeit beeinflusst mit der Sprache? Der André Heller, der hatte ja so eine Serie, die hieß, vielleicht entwickelt er sie weiter, ich weiß es nicht, Menschenkinder, wo er dann für den ORF, also für ORF 2 oder 3, das weiß ich nicht mehr genau, sich immer irgendwelche Leute, die ihn interessieren, einfach aussuchte und fragte, ob sie mit ihm ein Interview machen möchten. Und da hat mich plötzlich der André Heller angerufen, das war sehr seltsam, ich habe so ein kleines Handy und dann sagt plötzlich jemand André Heller. Ich wusste nicht, wo er meine Telefonnummer her hat. Und dann hat er mir erzählt, dass er diese Serie macht und er hat mich dann, nachdem ich zugesagt habe, zu sich in seine Wohnung in Wien gebeten. Und wir haben dann am Nachmittag, so von ungefähr
14 Uhr bis kurz vor 17 Uhr ein Interview gemacht, wobei er ganz wenig gefragt hat und mich einfach nur hat erzählen lassen. Es waren zwei, drei Fernsehkameras von allen Seiten und irgendwie war das Gefühl dort, die Atmosphäre, seine Wohnung schaute aus, also wie ein wunderbares Museum, also auch mit asiatischen Figuren, mit sehr viel, war ich so inspiriert, dass ich praktisch über so 2,5 Stunden mehr oder weniger einfach geredet habe. Er hat das dann zusammengeschnitten und das war dann im ORF. Und er hat dann die Frau, die Karin Bergmann vom Burgtheater angerufen und hat zu ihr gesagt, dass sie mich doch nicht aus den Augen verlieren soll. Eine Woche später, ich war gerade auf dem Weg nach Wien, kommt wieder ein Anruf, den ich also nicht erwartet hatte. Da sagt eine Frau, Karin Bergmann vom Burgtheater, und ungefähr 3 Stunden später war ich in ihrem Büro und ungefähr 1 Stunde später haben wir mündlich ausgemacht, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass mir diese Geschichte mit dem Skelett von Odilo Glowoschnik, also die ich erst vor einem halben Jahr erfahren habe, dass die mir im Kopf rumgehen. Und nachdem ich also mit der Frau Bergmann also ausgemacht habe, dass ich das machen werde, war ich sozusagen, nachdem ich wieder zurückgekommen bin, mehr oder weniger bedrängt und gezwungen, weil ich dachte, so, ich muss da weiter tun, in so und so vielen Monaten wird man wohl von mir hören wollen. Und das hat mich dann, das war irgendwie so wichtig, weil ich habe da einfach Tag für Tag dran gearbeitet und nach einem Jahr habe ich ihr den ersten Entwurf dieser Geschichte abgeliefert. Das war dann auch nach einem Jahr das 100 Seiten dicke Material für diesen dann weiter entstehenden Buch. Diese 100 Seiten habe ich dann zur Hand genommen und ich habe gespürt und gewusst, ich muss da noch weiter hinein. Ich muss da noch tiefer gehen. Es wird für das Theater uninteressant, weil die Sätze einfach immer komplizierter werden und geworden sind. Und ich wollte unbedingt ein Buch, eine Geschichte, einen Roman draus machen. Eine Aufführung auf dem Theater, das bedeutet mir nicht so viel. Ich möchte ein Buch von mir in der Hand haben. Ich habe auch mit dem Theater wenig zu tun. Ich kenne mich im Theater auch nicht gut aus. Ich kenne mich im Film besser aus. Aber ein paar Jahre davor, das hat mich dann auch ermutigt, hatte ich ja beim Steirischen Herbst, also bei der Eröffnung, eine Geschichte der Komponist Johannes Maria Staudt hat die Musik gemacht und ich habe die Texte abgeliefert und dann ist tatsächlich so ein eigentlich sehr schöner Abend draus geworden und das hat mich ermutigt, für das Theater etwas zu machen. Außerdem, außer Peter Torini und Felix Mitterer, gibt es ja wenige, die auf einem gewissen Niveau sozusagen Dialoge noch schreiben können. Das macht die Elfriede Jelinek nicht und man weiß es ja von Peter Anke, der hat ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie man ein Theaterstück schreibt. Also geht es um einen bestimmten Textkörper und im Feuilleton habe ich ja auch ein bisschen beobachtet, was heutzutage alles auf die Bühne kommt, also 1000-Seiten-Romane von Dostojewski und so weiter. Irgendwie war ich dann ermutigt und ja, und das habe ich nach einem Jahr davor Bergmann abgeliefert und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du ein richtiges Buch draus und das ist dann nach 2 Jahren fertig geworden, also dieser Text, das ist die Entwicklungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte.